Hallo zum neuen Vlog. Und ja, am Vormittag habe ich jetzt schon ein bisschen recherchiert für neue Lieferanten für unseren Online-Shop, wo ihr eben neue Sachen herbekommt. Genau, das mache ich eben so Stück für Stück. Und dann habe ich jetzt noch einen neuen Vlog vorbereitet. Genau, der kommt dann auch die nächsten Tage online. Und heute werden wir die Spitzen fotografieren, die eben neu angekommen sind. Gummis sind auch schon da und Materialpakete habe ich auch schon vorbereitet. So, jetzt habe ich noch die letzten Materialpakete hier erfolgreich zusammengestellt. Also die kommen dann auch gleich noch in den Online-Shop rein. Und da war jetzt eben die ganze Woche ganz gut beschäftigt. Also so mit Stoff aussuchen, dann eben Materialverbrauch natürlich errechnen. Und es ist auch nicht jede Spitze für jede Größe geeignet. Also da habe ich auch noch ein bisschen differenziert. Und nicht nur immer nach der größten bin ich da gegangen. Und ja, das war dann doch sehr viel Denkarbeit. Aber ich bin jetzt froh, dass es fertig ist und ich endlich das auch in den Shop reinstellen kann und die zur Verfügung stellen kann. Schau gerne mal vorbei. Vielleicht ist ja auch was für die dabei. Ich habe jetzt nicht nur Bentley-Cleo-Pakete gemacht, sondern auch für den Spitzen-Bentley habe ich Pakete gemacht und auch für den Amelie habe ich angefangen. Und vielleicht ist auch ein Schnittmuster dabei. Ist natürlich auch perfekt geeignet für Anfänger, damit man sich nicht immer alle Materialien selber zusammensuchen muss und dann gleich mal ein Erfolgserlebnis dann hat, auch beim Nähen. Der Gummi ist auch schon gekommen, also das habe ich jetzt schon vorbereitet, so in 3 Meter Pakete. Das braucht man eigentlich auch schon für einen Slip, also das geht schon einiges an Gummi drauf. Deswegen ist das, denke ich mal, eine ganz gute Menge. Da haben wir jetzt einiges in Rot, Creme, Weiß, Schwarz, so Rosa und ja, so Hautfarben. Zyklame, so ein Hellblau und das Magenta. Genau, jetzt schaue ich eben, dass wir da relativ sehr vielfältig sind, dass wir auch so gut wie möglich zu allen Spitzen eben die passende Farbe haben. Ja, und dann geht es bald weiter mit dem Fotoshooting. Ein paar von den zusammengestellten Materialpaketen möchte ich dir jetzt gerne mal zeigen. Und ich habe mir eigentlich sehr spannende Kombinationen ausgesucht, weil ja, weil langweilig kann irgendwie jeder. Und ich habe mir das eben bewusst ausgesucht, weil es macht einfach auch Spaß, dann auch so formfrohe, bunte Höschen zu tragen. Und dann fangen wir mal auch mit dem ersten an. Und es gibt sogar auch eine Sneak Peek auf neue Spitzen, weil es sind auch noch neue Spitzen gekommen. Die zeige ich dir dann auch nochmal im Video. Aber du siehst sie jetzt auch schon bei den Materialpaketen teilweise. Und zum ersten Paket, da ist auch schon die neue Spitze dabei. Das zeige ich dir jetzt so. Also wir werden auch jeweils noch Fotos einblenden, weil wir haben das auch schon abfotografiert. Aber nur eben so ist das zusammengestellte Materialpaket, dann ist alles schön verpackt und alles zusammen und sehr übersichtlich. Also es gibt immer ein Baumwollschürze mit dabei, das ist jetzt ein Bentley Cleo Materialpaket. Das ist so ein bisschen ein tropisches Muster oder so ein Print auf dem Baumwollschürze. Sind auch Flamingos, Palmen drauf, also richtig so ein bisschen Summer Feeling, auch zur kalten Jahreszeit. Finde ich eigentlich super geeignet. Dazu gibt es eben 2 schwarze Schleifen dazu, einen passenden Zwickel auch in schwarz. Das stimme ich dann immer eigentlich immer so ab, je nachdem, was eben ganz gut hier dazu passt. Dann gibt es passend dazu auch noch eine Gummispitze, auch ausreichend eben, dass man auch 2 Bentleys mindestens draus nähen kann. Kommt natürlich auch immer auf die Größe drauf an. Bei einem ganz, ganz kleinen, also vielleicht so 32, 34, kann schon sein, dass vielleicht auch ein drittes noch rauskommt. Aber so grundsätzlich mal mit mindestens 2 Bentleys kommst du bei so einem Paket locker aus.
Und dann gibt es hier noch eine ganz lässige Spitze. Da eben, das siehst du auf dem Bild besser. Das hat so ein bisschen einen Glitzer-Schimmer-Effekt drauf. Also so ein bisschen in Regenbogen, also ja, nicht direkt Regenbogenfarben, aber so eben so Gelb, Cyan, Silber. Also es ist wirklich ein echt richtig cooler Effekt. Und die Spitze ist auch total weich. In so einem Ultraviolett habe ich jetzt rausgefunden, dass man eben zu der Farbe eher so sagt. Also es ist ein ganz eher zartes Violett. Also richtig, richtig coole Kombi. Also für alle Mutigen ist das Paket auf jeden Fall was. Dann haben wir als nächstes Paket, die habe ich auch richtig cool gefunden. Ich mag das auch immer ganz gern, wenn es ein bisschen ja, nicht zu hell ist, aber immer gern auch dunkle Unterwäsche, deswegen muss das natürlich auch sein. Hier habe ich jetzt eben auch ein Bumble Jersey rausgesucht, der ein bisschen mehr Farbe drin hat, dass es einfach ein bisschen Farbklecks ist. Und dann natürlich mit einem schwarzen Baumwollzwickelfutter dazu, Gummispitze und auch diese lässige Spitze auch noch dazu. Also finde ich auch eine schöne edle Kombi, wenn man es eben nicht zu farbenfroh mag oder auch nicht zu gemuscht hat. Aber ich finde irgendwie bei diesen Hölzern schaut das eigentlich immer lässig aus. Und dann haben wir ein absolutes Trendthema. Gerade im Moment ist ja auch der Leoprint wieder total aktuell. Und da habe ich natürlich das auch natürlich raussuchen müssen, weil natürlich auch hier ist die passende Spitze auch dazu. Ist auch in so einem Leo-Muster. Und dann haben wir gedacht, diese beiden zusammen kombiniert, das ist ein Traum. Und ja. Gibt es nur schwarze Schleifen dazu, natürlich auch schwarzen Zwickel und auch eine schwarze Gummispitze. Das sind jetzt mal drei von den Pentikleos gewesen, also drei Pakete. Ich habe natürlich auch mehr gestellt oder mehr zusammengestellt, aber die will ich jetzt nicht alle in dem Video zeigen. Schau einfach gerne in den Shop vorbei, wenn es dich interessiert. Aber ich habe es eben versucht, dass es wirklich immer so eine schöne, farbenfrohe Kombi ist. Und ich glaube, das wären dann einfach lässige Modelle. Also ich werde vielleicht auch zum einen oder anderen noch Betty Cleo jetzt machen. Das ist jetzt aber sich leider nicht zeitlich ausgegangen, dass ich zu jedem dann noch was mache. Aber ich denke mal, wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, geht das ganz gut. Ich habe auch schon so Beispiele mit dazu getan, dass man sich ungefähr mal vorstellen kann, auch wie das genau ausschauen könnte. Genau. Ah, ich habe jetzt noch einen. Das wollte ich da auch noch unbedingt zeigen, weil die Kombi finde ich auch extrem lässig, aber auch was für Mutige. Und das ist diese hier. Also den Stoff, den Baumwolljersey habe ich extrem lässig gefunden. Natürlich würde ich es jetzt nicht als Oberbekleidung anziehen, weil es einfach extrem gemustert ist. Also es wäre mir zu viel. Aber für so ein Panty, wo nur die Vorderhose mit dem Stoff und in Kombination mit der magentafarbenen Spitze, also das ist sicher Bombe. Also da habe ich mir schon gedacht, ja, das ist sicherlich lässige Kombi. Und deswegen habe ich das auch so zusammengestellt. Es gibt cyanfarbene Schleifen dazu. Die passen wirklich total super zu der Farbe auch. Dann gibt es eine magentafarbene Gummispitze dazu. Und ja, weißen Zwickel, weil im Grunde man sieht es eigentlich innen im Schritt jetzt nicht, weil ich mache eigentlich immer so, dass ich sage, so Grundfarben mache ich immer als Zwickel, also weiß, schwarz oder Haut, und dann ist man eigentlich da relativ abgedeckt, wenn man es eh nicht durchsieht, also von dem her habe ich das eben da so dazu kombiniert. Und dann zeige ich dir jetzt nur drei verschiedene Materialpakete für ein Spitzenpanty und wir fangen jetzt mal an, weil ich mir gedacht habe, es ist ja wieder die Zeit zu Weihnachten, Silvester, Valentinstag. Natürlich darf da die Farbe jetzt rot nicht fehlen und auch in so Kombination mit Schwarz finde ich das auch immer ganz lässig, also wenn es nur so Akzent ist. Und ich habe ja da auch im Shop so eine wunderschöne, also so ein schönes Rot, also es ist so eher so mittleres Rot, also kein Signalrot, sondern so ein bisschen eher ganz ein schöner, ich sag so eher so Kirschrot, aber ja, genau. Und genau, passend dazu gibt es dann eben die Gummispitze. Ich habe jetzt hier einen hautfarbigen Zwickel gewählt, weil es ist jetzt so, weil die Spitze ist durchsichtig und wenn man sie anhat, hat man ja selber auch Hautfarbe. Und ich finde, es faltet jetzt am wenigsten auf,
wenn man jetzt eben so einen hautfarbenen Zicker drinnen hat, weil ihr Schwarz wird natürlich auch nur einigermaßen gehen, aber sonst alles andere irgendwie schaut dann irgendwie immer nach Slip-Einlage, irgendwie kommt man vor aus. Deswegen habe ich das jetzt eben so dazu kombiniert. Und ja, da geht sich jetzt eben ein Panty von dem aus und ist wunderbar, super schnell genäht. Also ist natürlich auch, ja, für die Jahreszeit eigentlich super geeignet. Ich habe mir auch noch gedacht, vielleicht mache ich noch so ein bisschen erotische Pakete, also so mit Stringover und so. Ja, aber das kommt alles noch. Jetzt machen wir mal zuerst, was wir so machen oder so haben. Und diese ist ja, also das ist auch ein Traum. Diese Spitze ist auch neu gekommen und die hat so wirklich auch wieder so einen Glitzer-Glimmer-Effekt und je nach Lichteinfall schimmert sie blau, violett, türkis, also die ist extrem lässig, die Spitze. Die ist jetzt glaube ich aber so 20 ungefähr breit, also oder 20,5, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und das ist jetzt halt eher für Größen geeignet, ich würde mal sagen ab 38 bis 44 von einem Schnittmuster. Und also jetzt für ganz kleine Größen wie mich, also so mit 32, 34, ist das halt nachher eher Spitze, die halt schon höher geht, also vom Sitz her, vom Spitzenbandy. Deswegen ist jetzt für mich jetzt nicht so ganz optimal, diese Spitzenbreite, aber vielleicht, da kann man ja natürlich auch was anderes draus machen. Schaut sicher lässig aus, also vielleicht ein String Color draus oder, ja, muss ich mal überlegen, was man noch draus machen kann. Aber auf alle Fälle möchte ich mal da was draus machen. Und sicherlich schön schaut auch das Bralette dazu aus, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt eben in dem Materialpaket ist jetzt der Spitzenbandy angedacht. Man kann natürlich auch was anderes draus machen, wenn es vom Materialverbrauch auch ausgeht. Es gibt passend dazu die Gummispitze und eine Schleife dazu und natürlich auch einen schwarzen Zickel. Und dann gibt es noch ein Highlight, ich finde die extrem lässig, also ist auch eine neue Spitze, die gekommen ist. Und die habe ich bis jetzt eigentlich sehr selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich das auch jetzt im Shop drinnen habe. Und zwar ist das so eine, also die hat so einen Batik-Look. Also die finde ich extrem lässig. Also so in verschiedenen Farben, lila, violett, türkis, pink, rosa. Finde ich extrem lässig. Und die ist auch für kleine Größen auch gedacht. Ich würde jetzt sagen mal bis Größe 40, 42, so in die Richtung, ist die Breite ganz gut. Ich glaube, die hat sogar 18 cm, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, also perfekt geeignet. Es gibt passend dazu eine puderrosafarbene Gummispitze mit magentafarbener Schleife. Und in der Zickel ist Haut, damit man das wieder nicht so extrem durchsieht, dann wenn man es anhat. Ja, also das waren jetzt mal die Materialpakete, die ich so zusammengestellt habe. Es gibt natürlich auch noch mehr von den Spitzenpanties. Aber das sind halt wirklich extrem lässige Kombinationen, wenn man so ein bisschen Formfreudes haben möchte. So, ich nähe hier jetzt gerade bei einer Hose, also bei einer Bodybuilding-Hose, die ich jetzt gemacht habe, eben als Anfertigung. Die mache ich eben auf der Seite am Bund eben noch so Silikongummi rauf, nur so ein Stück, dass man einfach ein bisschen einen besseren Halt hat. Und ich habe jetzt da mein Teflonfüßchen reingemacht, also da habe ich mal so ein Test gemacht mit so Nähfüßchen, die ich mir neu besorgt habe, mit so einem rollenden Füßchen und mit eben mit diesem Teflonfüßchen, weil eben mit einem normalen Nähfuß, da klebt er einfach das immer extrem dran, also du kannst das nicht gescheit nähen, das wird dann nicht weiter transportiert. Und jetzt habe ich eben das jetzt mal in der Praxis angewendet, das Nähfüßchen, und wie gesagt, auch in dem Video habe ich dann erklärt, wegen der Stichlänge, was ich da jetzt eben rausgefunden habe, wie man das einstellen muss oder wie es halt für mich dann auch funktioniert. Und ich habe jetzt auf jeden Fall eben die normale Stichbreite, die ich sonst auch verwende, und habe aber die Stichlänge ja nochmal größer gemacht, also ja nochmal ein bisschen, also ich habe jetzt 4,0 von der Stichlänge, normal habe ich so zwischen 3 und so zwischen 2,5 und 3, also und habe es jetzt immer 4,0, also ein bisschen länger muss ich schon einstellen und dann geht es eigentlich ganz gut. Und ich habe es jetzt da eben auch schon auf der anderen Seite auch schon gemacht. Ja, so. Und jetzt wollte ich einfach mal nochmal dir zeigen, wie es eigentlich jetzt in der Praxis ausschaut, wie es dann eben funktioniert. Und ich habe mir das jetzt eben schon mal festgesteckt hier auf der Seite, mal mit so Stecknadeln. Ich werde jetzt auch auf der Innenseite dann nähen. Also dann direkt auf den Silikonstreifen
und fange dann an. Also ich fange jetzt immer vorm Silikongummi eigentlich so ein Stück davor anzunehmen, damit einfach hier am besten das Stichchen gesichert ist, da werde ich jetzt auch vernähen. Also es sind immer nur ein paar Stiche, also ich mache da vielleicht maximal 3 Stiche rückwärts, dass es einfach nicht zu genagelt dann ausschaut. Genau, und jetzt fahre ich einfach ganz normal entlang. Ich habe da so Einkerbungen in den Füßchen drinnen, da kann ich mich dann auch entlang hangeln und das eben als Führungslineal dann verwenden. Und ich muss natürlich auch schon auch ziehen hinten am Faden, damit es mir richtig transportiert wird. Also so ganz frei kann ich es jetzt nicht reinlaufen lassen. Ja, aber es funktioniert, finde ich, ganz gut. Es gibt jetzt auch nicht so eine Stichverdichtung mehr. Nähfußdruck habe ich dann eigentlich wie gehabt etwas lockerer. Ja, und dann fangen wir mal mit dem Nähen an. Und so schaut es aus. Also ich finde es eigentlich ist ganz schön geworden vom Stich her, vom Stichbild auch. Zu dem Thema über Stecknadel nähen. Ist eigentlich immer sehr zwiegespalten, einfach das Thema, manche nähen drüber, manche eben nicht. Und ich mache das eigentlich ganz gern, weil ich weiß, wie meine Maschine reagiert. Und deswegen kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, ob das falsch oder richtig ist. Man muss eben nur aufpassen, es kann natürlich auch blöd ausgehen, dass es mal innen reinläuft, einfach dann da hier rein, dass da irgendwie mal ein Stück von der Nadel dann stecken bleibt, ist natürlich sehr blöd. Aber grundsätzlich ist dann jeder dafür verantwortlich, wie er es dann macht. Aber man kann natürlich auch immer vorher die Stecknadeln dann rausziehen. So, jetzt bin ich mit den Höschen fertig. Also so schaut es aus. Also so fertig. Das ist so ein Wet-Look-Stoff. Also finde ich auch ganz cool vom Effekt her, wenn da so Licht drauf scheint. Und eben auf der Innenseite schaut es jetzt so aus. Da ist wirklich nur so ein Stück Silikongummi drinnen, aber das reicht eigentlich schon aus, damit man einen guten Halt hat. Genau, das war mal das Füßchen und ich habe dann auch nochmal eins in schwarz gemacht. Das ist so ein Samt, elastischer Samt. Was ich an dem auch gut finde, also ich schaue da eben nochmal eben so der Silikongummi. Was ich an dem Samt richtig cool finde, weil man weiß ja, wenn man schneidet, dann ist Samt sehr undankbar, also macht sehr viel Dreck. Und das macht natürlich der auch, also weil ohne geht es natürlich nicht. Aber was ich gut finde, wenn man den einmal ausschüttelt, dann franzt er nicht mehr. Also nachher hat man eigentlich seine Ruhe. Das finde ich halt super an dem Samt und auch ist wirklich eine schöne Qualität, die auch ja, einen richtig schönen Flor hat und nicht so billig wirkt. Und jetzt kann ich dir noch 2 Spitzen zeigen von der neuen Lieferung, weil die anderen hast du ja eigentlich schon alle bei den Materialpaketen gesehen. Und ja, das machen wir jetzt. So, als erstes haben wir wieder hier eine ganz tolle Spitze. Hat auch so ein bisschen Batik-Effekt. Also, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das benennen soll, aber ziemlich, es ist halt mit mehreren Farben auch drauf. Und die hat auch so ein bisschen einen leichten Schimmer. Also man kann es hier, glaube ich, ganz gut sehen, wenn es da so ein bisschen umschwenkt. Und ja, also wirklich auch eine wunderschöne Spitze ist jetzt auch, wenn man, eben habe ich auch ein Materialpaket natürlich zusammengestellt, ist auch für die kleinen Größen wunderbar geeignet. Und das war mal diese hier. Und dann haben wir auch nochmal eine ganz besondere Spitze. Die ist jetzt unelastisch, aber ihr habt die so lässig gefunden, ja. Du siehst selber, also die Farbe finde ich extrem lässig, das ist so ein Petrol und drauf ist so eben so eine dunkelblaue Strukturierung und das Coole ist noch dran, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so sehen kann, hier in dem Licht, sie glitzert ein bisschen, also hat so einen Schimmer auch drauf und ist hier vom Bogen relativ groß und hat auch diese Wimpern hier dran und ja. Finde ich wirklich richtig, richtig schön. Und ich kann es dir auch schon mal zeigen, weil ich habe jetzt hier ein Video für MyInsider Plus gemacht, wo wir gesagt haben, wie man am besten die Verarbeitung bei einem BH macht, ohne Unterbau, wie man da das Bügelband aufnäht.
Weil es ist ja oft knifflig, also ich habe jetzt da hier bewusst der Rückteil und Steg mal weggelassen, dass man nur uns aufs Bügelband nähen drauf konzentrieren kann. Ja, das würde ja dann normalerweise drankommen und bei einem BH ohne Unterbau wäre ja eigentlich diese Strecke hier vom Rückteil bis zum Steg ja frei. Und es ist immer ein bisschen eine kleine Herausforderung bei dem BH, das dann eben schön hinzubekommen. Weil es kann eben da gut sein, dass man das hier in dem Bereich immer ganz gerne auszieht. Und genau, und darauf gehen wir in dem MyInsider Plus Video drauf ein. Solltest du das, ja, die auch dafür interessieren, ich kann sie auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, also so ist jetzt einmal diese Spitze, die ich dir eben vorher gerade gezeigt habe, diese hier. Genau, das wäre eigentlich so mal, wie sie ausschauen würde, verarbeitet, was ich ganz lässig finde. Also ich werde mir da auf alle Fälle noch den BH fertig nähen. Ich finde die Kombination mit dem Laminat aus Haut und das drüber, das schaut sich richtig edel aus. Und wenn man dann noch ein entsprechendes Höschen oder noch irgendwas sich anders noch dazu überlegt, finde ich, das ist wirklich lässig. Ja, das war eine sehr produktive Woche für mich, aber das ist auch gut so. Dann sieht man mal, dass was weitergegangen ist. Ja, nächste Woche geht es dann weiter und wir sehen uns dann wieder im nächsten Vlog. Bis bald. Ciao.